Hallo lieben Nantastisch-Fans, ich darf euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge Hero Short News begrüßen. Heute geht es um die Mid-Credit-Scene in Captain America Civil War. Captain America läuft im Kino, der Film bekommt immer mehr gute Kritiken und ich hatte das Vergnügen, den Film vorm Release zu sehen. Der Film zeigt so unfassbar viel und meine Meinung dazu kommt noch in einem separaten Video. Doch heute beschäftigen wir uns mit den ersten von zwei Credit Scenes. Da die Szenen für zukünftige Filme relevant sind, gebe ich an dieser Stelle einen Spoiler-Alarm. Nachdem der aufwendig gestaltete Abspann vorüber ist, sehen wir Bucky, der eingesehen hat, dass er eine Gefahr für die Welt ist, wie er sich mit Hilfe von T'Challa, aka Black Panther, in Kryostase begibt. Danach unterhält sich T'Challa mit Steve Rogers, der sichergehen will, dass sein bester Freund Bucky in Sicherheit ist und ihn niemand holen kommt. T'Challa meint darauf, dass sie es ruhig versuchen sollen, worauf gezeigt wird, dass die beiden sich in Wakanda befinden. Denn als die Kamera sich von Captain America und Black Panther entfernt, sieht man, wie eine riesige Pantherstatue aus dem Nebel erscheint. Das verpasst uns schon mal einen Vorgeschmack, mit was wir es mit dem im Jahr 2018 kommenden Black Panther-Film zu tun bekommen. Und zugleich wäre es eine super Spekulation, ob es zu einem Team-Up zwischen dem Winter Soldier und T'Challa in der Zukunft kommt. Ich würde mich zumindest freuen, wenn Bucky in Zukunft nochmal gezeigt oder zumindest soweit im Film erwähnt wird, damit man weiß, dass er weiterhin im Marvel Cinematic Universe existiert. Hero Time. So, das war's mit der heutigen Folge Hero Short News. Was haltet ihr von der Panther-Statue und wie steht ihr zum Team-Up zwischen dem Winter Soldier und Black Panther? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Zudem beinhaltet Civil War auch noch eine After-Credit-Scene. Ein Video dazu ist bereits in Arbeit und wird die Tage hier auf meinem Kanal zu sehen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen rauf da und wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt mir in die Kommentare, was ich verbessern kann. Abonniert, um nichts mehr zu verpassen und ich würde mich freuen, euch bald wieder zu sehen, hier bei Hero Time.